Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich darf Sie vor allem im Namen unserer Universitätsklinik für Innere Medizin 5 und im Namen von Dominik Wolf, unserem Chef, zu diesem virtuellen Post-ESCH-Symposium für Westösterreich begrüßen. Es ist wie letztes Jahr auf zwei Teile aufgeteilt. Heute der myeloide Teil und nächste Woche der lymphoide Teil. Wir haben den Modus so belassen, wir war letztes Jahr, weil die Rückmeldungen positiv waren und auch uns diese Art der Präsentation zugesagt hat. Wir haben drei sportliche Pärchen, drei interessante Themenkreise, MDS, akute Leukämien und Allotransplant und die myeloproliferativen Erkrankungen inklusive CML. Und es ist tatsächlich wie beim Pärchenradeln. Der sportliche Junge fährt vor und wird die Highlights präsentieren. Der Senior fährt hinten nach und wird fluchend seine Comments abgeben. Nun möchte ich zum ersten Teil Verena Betzer bitten und Reinhard Stauder, die gemeinsam die Thematik MDS, was gab es Neues am ESCH, präsentieren werden. Bitte, Verena. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich auch heuer wieder, Ihnen die Daten vom diesjährigen ESCH zum MDS präsentieren zu dürfen. Hier habe ich versucht, zusammenzufassen, was die großen Themen dieses ESCH bezüglich des MDS waren. Und wir haben eben drei Themenblöcke sozusagen mit insgesamt vier Abstracts ausgewählt, die wir Ihnen näher erläutern wollen und auf die wir eben in der nächsten halben Stunde genauer eingehen wollen. Beginnen möchte ich mit dem Abstract 61, der sich mit dem Molecular International Prognosis Scoring System beschäftigt. Dies ist wohl einer der meist erwarteten Abstracts bezüglich des MDS diesen Jahres gewesen. Eben der IPSSM wurde von der International Working Group for the Prognosis of MDS zusammengestellt. Es sind insgesamt 25 Zentren, die daran teilgenommen haben und das Ganze wurde auch in einer japanischen Kohorte später noch validiert. Hier können Sie die Einschlusskriterien sehen, die eben Patienten zur Teilnahme oder zum Einschluss in diese Studie berechtigt haben. Hier die Charakteristika der Kohorte. Es entspricht eigentlich im Wesentlichen einer typischen MDS-Kohorte. Das mediane Alter mit 72 Jahren. Es waren alle IPSSR-Risk-Kategorien als auch WHO-Subtypen vertreten. Das mediane Follow-up war 3,8 Jahre und bezüglich der molekularen Charakterisierung wurden 152 Gene analysiert mit einer Variant-Allele-Frequency von über 2%. In über 1% der Patienten waren 48 Gene mutiert und 94% der Patienten hatten mindestens eine Läsion. Das Median lag bei vier Läsionen pro Patient. Hier ganz kurz zum Vergleich der IPSSR, der aktuelle Goldstandard, den wir verwenden, um die Patienten prognostisch einzusetzen. Was fließt ein in diesen Score? Einmal die klinischen Charakteristika, dann die zytogenetischen Kategorien und es gibt die Möglichkeit, das Ganze auf das Alter zu adaptieren. Daraufhin ergeben sich fünf Risikokategorien von very low bis very high und dementsprechend eben die Prognose bezüglich des Overall Survival. Was ist nun neu oder anders im IPSSM? Es werden weiterhin die klinischen Charakteristika eingeschlossen, ebenso die zytogenetischen Kategorien, aber eben auch die genetischen Mutationen werden mit einberechnet. Wie wurde dieses Modell nun entwickelt? Hier können Sie sehen, eben bezüglich den klinischen Features, dass die Variablen kontinuierlich kodiert wurden. Bezüglich den Blasten und dem Hämoglobin, wie hier zu sehen, ergab sich eine lineare Kodierung. Bei den Plättchen wurde das Threshold mit 250.000 gekappt. Und interessanterweise, die absoluten Neutrophilenzahlen hatten keine prognostische Wertigkeit, sodass diese nicht inkludiert wurden. Bei den genetischen Variablen wurde Folgendes festgestellt, dass eben die Zytogenetik, egal ob man sie aufgrund der einzelnen Charakteristika macht oder anhand des IPSSR-Score, dass es hier zu keiner Verbesserung der Diskrimination im Leukemia-Free Survival kommt.
Jedoch in weiterer Folge, wenn man eben die Gene plus den IPSSR kombiniert, kann man hier sehen, dass es zu einem deutlichen Anstieg der Diskriminationsfähigkeit im Leukemia-Free Survival kommt, dass es eben das Modell der Vorhersage verbessert. Bezüglich den einzelnen Genen hat man eben festgestellt, dass die stärksten Assoziationen mit einem schlechten Outcome für die DP53 Multi-Hit-Mutation gefunden wurde, sowie für die MLL Partial Tandem Duplication und die FLT3 TKD und ITD Mutation. Als positiv bezüglich des Outcome wurde gefunden, dass die SF3B1 Mutation ist. Jedoch auch hier ist es wichtig, auf Co-Mutationen, wie hier gelistet und zu sehen ist, nur in diesem Fall ist das verbesserte Outcome gegeben. Nun, zurück zum Score, der eben entwickelt wurde. Wir haben eben die klinischen Parameter, die Zytogenetik und eben die Genmutationen, die mittels komplexer statistischer Analyse aufgearbeitet wurden, sodass dann alles in allem dieser Patienten individuelle Risk-Score anhand dieser Formel errechnet wurde und sich daraus diese Kurve ergibt. In dieser Kurve zu sehen eben die Risk-Score-Skala anhand des IPSSM und also diese Kurve sagt eben aus, hier in der Mitte ist ein durchschnittlicher Patient beim Score von 0. Und wenn man nun eines auf die rechte Seite bzw. einen Punkt in die linke Seite geht, dann bedeutet dies eine Verdoppelung bzw. Halbierung des Risikos. In weiterer Folge haben die Autoren hier 6 Risikokategorien festgemacht, eben von very low über low, moderate, high, high und very high. Und hier können Sie sehen, wie viel Prozent der Patienten in ihrer Kohorte in die jeweilige Risikokategorie gefallen sind. In weiterer Folge haben Sie gezeigt, eben, dass die einzelnen Risk Categories, die Sie errechnet haben, eben gut mit dem Leukemia-Free Survival einerseits und mit dem Overall Survival korrelieren oder dass hier eine schöne Diskrimination zwischen den einzelnen Risikokategorien vorliegt. Hier zu sehen eben für im Vergleich zum IPSSR doch ein paar Unterschiede in Bezug auf das Leukemia-Free Survival anhand des neuen Scores. Ebenso wurde gezeigt, dass der IPSM eine verbesserte prognostische Abschätzung eben auf die 3 Dimensionen Leukemia-Free Survival, Overall Survival und Leukemic Transformation im Vergleich zum IPSSR eben darstellt. Zu guter Letzt wurde gezeigt, dass eben die Patienten, die anhand IPSSR klassifiziert wurden, nun anhand des IPSSM sozusagen neu umklassifiziert wurden. Und es kam dabei zu einem Upstage-Risk in 34% der Patienten und 12% der Patienten wurden niedriger klassifiziert anhand des IPSSM, sodass eben insgesamt 46% der Patienten eine neue Klassifikation anhand des IPSSM bekommen würden. Und hier hervorzuheben ist vor allem die Intermediate-Gruppe, die ja im IPSSR eine sehr heterogene Gruppe darstellt, wo man eben sieht, dass viele nach oben als auch nach unten korrigiert worden sind. Als nächstes möchte ich den Abstract Nummer 64 aus Österreich, vorgetragen von Lisa Pleier aus Salzburg, vorstellen, denn auch dieser Abstract dient der Verbesserung der Prognose des IPSSR und zwar anhand des EQ5D5L-Scores. Was wurde in dieser Studie genau gemacht? Also Ziel der Studie war es, die Lebensqualität im Patienten mit MDS, CMML und AML in einer vergleichbaren Kohorte zu vergleichen und auch welchen Impact die Lebensqualität auf die Behandlung mit Azacitidin bezüglich des Outcome hat. Es wurden eben 205 Patienten anhand des Registers ausgewertet und als Endpunkte dienten der Clinical Benefit, Time to Next Treatment und das Overall Survival. Hier zu sehen die 2 Kohorten in der MDS, also in der Registerkohorte waren 129, also fast 50% der Patienten mit MDS,
10% der Patienten mit DMML und 40% der Patienten mit AML, hier die vergleichbare Kontrollgruppe. Und man hat eben gesehen, wenn man nun den EQ5, D5L auswertet, dass es eben innen hier gelb gehighlighteten Dimensionen zu einer Verbesserung der Mobilität, zu einem verschlechterten Outcome in der Mobilität, der Selbstversorgung, der normalen Aktivitäten, der Angst und auch des EQ-VAS-Scores kommt. In weiterer Folge wurde diese Likelihood Ratio angewandt, um zu sehen, ob eben diese Dimensionen, wenn man sie hinzufügt, eine bessere Abschätzung des IPSSR zu einer Verbesserung der Prognoseabschätzung bezüglich des Overall Survival und des Time to Next Treatment kommt. Und hier eben gehighlightet sieht man, unter Hinzugabe dieser Dimensionen kommt es zu einem höheren Likelihood Ratio. Je höher die Likelihood ist, desto besser passt das Ganze zum Outcome. Und im Vergleich zum IPSSR ist hier überall ein Anstieg zu verzeichnen. Des Weiteren wurde dann der Median des Index ausgerechnet und die Patientenkohorte danach aufgeteilt, ob die Patienten darunter oder darüber liegen bezüglich des Medians. Und hier zu sehen eben, dass das Overall Survival in einer univariaten als auch in einer multivariat adjustierten Analyse signifikant kürzer ist in Patienten, die eben unterhalb dieses Index liegen. Dies konnte auch gezeigt werden für Patienten, konnte auch bezüglich des Time to Next Treatment, Time with Clinical Benefit, Entschuldigung, gezeigt werden und eben auch bezüglich der Time to Next Treatment. Also in allen Endpunkten kommt es hier zu einem schlechteren Outcome. Des Weiteren wurde gezeigt, dass eben Patienten mit einer schlechteren Lebensqualität wiederum unterhalb des Risikos auch ein geringeres Ansprechen haben, auf Azacitidin, auf die Therapie überhaupt anzusprechen. Nun, zusammenfassend diese zwei Studien-Abstracts beim ASH. Erstens stellt sich mir die Frage, und darauf wird Reinhard später eingehen, wird der IPSSM unser neuer Risikoscore werden? Und werden wir den EQ5, D5L in der täglichen Praxis verwenden, um eben Patienten besser prognostisch abschätzen zu können und eben auch die Therapie eventuell zu adaptieren? Im Zusammenhang damit auch zu erwähnen, Reinhard Stauder hat selber beim ASH eine Studie präsentiert, wo longitudinal die Evaluation of Patient-Reported Outcomes in einem Pilotprojekt präsentiert wurden, sodass dies vielleicht wahrscheinlich die Zukunft für unsere Patienten darstellen könnte. Als nächstes möchte ich auf ein Covid-19-Thema eingehen, der Abstract 217, wo eben das Ansprechen unserer MDS- und AML-Patienten auf die Impfung thematisiert wird. Es ist, glaube ich, sehr ein brisantes Thema, wieder aktuell in der Zeit von Omikron. Ganz kurz, hier in einer großen europaweiten Studie hat man eben gesehen, dass unsere Patienten mit MDS und AML hier in der blau gezeigten Kurve einfach die höchste Mortalität haben, wenn sie an Covid-19 erkranken. Deswegen ist es besonders wichtig, unsere Patienten zu schützen und den besten Schutz, den wir im Moment anbieten können, ist die Impfung. Und hier wurde eine Studie zur Impfung mit Pfizer-Impfstoff auf dem ASH präsentiert. Das ist die mir soweit größte Kohorte an MDS- und AML-Patienten, die bisher vorliegt. Eben es wurde Blut vor der ersten, vor der zweiten Vaccinierung gesammelt und 28 Tage nach der zweiten Dosis. Und dann mittels ELISA das Impfansprechen analysiert. Hier zu sehen die Patientenkohorte. Es waren 30 MDS-Patienten, 16 MDS-Patienten, 30 AML-Patienten, 16 MDS-Patienten. Und die Ergebnisse sind sehr vielversprechend und erfreulich. Es kam zu signifikant höheren Antikörpertitern nach der zweiten Dosis und im Vergleich auch mit soliden Tumorpatienten, in denen die Antikörper bestimmt wurden, ist zwar zu sehen, dass nach der ersten Dosis die Level tiefer sind, jedoch dieses Defizit nach der zweiten Dosis aufgeholt werden kann.
Des Weiteren besteht kein Unterschied in Patienten, die eine Therapie erhalten oder aktuell keine Therapie erhalten. Es gibt auch keinen Unterschied anhand der absoluten Neutrophilenzahl und auch keinen Unterschied in Patienten, die allotransplantiert worden sind und auch keinen Unterschied anhand dieser Studie in Patienten, die aktuell eine immunsuppressive Therapie bekommen. Sodass wir zusammenfassend sagen würden, und dies deckt sich auch mit Daten, die wir selber in Innsbruck erhoben haben, dass wir Patienten, dass alle unsere MDS-Patienten und auch anderen Tumorpatienten geimpft werden sollten, nachdem eben dieses höhere Risiko der Mortalität im Patienten, wenn sie an Covid-19-Erkrankung vorliegt. Offen bleiben die Fragen, was macht die oder was ist der Effekt der Booster, des dritten Stichs, des Boosters und auch wie lange der Impfschutz anhält. Zu guter Letzt, was hat sich therapeutisch beim MDS getan? Hier ist die Landschaft leider etwas dünn. Es gibt einige Phase 1, Phase 2 Trials, in denen doch vielversprechende Substanzen präsentiert worden sind. Hier im Zuge dessen möchten wir gerne auf eine Phase 3 Studie, das Panther Trial, eingehen, wo Pevonedistat und Azacitidin versus Azacitidin als First-Line-Therapie in Patienten mit High-Risk-MDS, CMML und AML mit 20-30% Blasten präsentiert wurde, das Panther-3-Trial. Was ist Pevonedistat? Pevonedistat ist ein NAT8-Activating-Enzyme-Inhibitor. Hier zu sehen, eben greift in diesen Pathway ein. In weiterer Folge kommt es zur Inhibierung der Cholin-Ring-3-E3-Ubiquitin-Ligase, die in weiterer Folge in die proteasomale Abbauprozess eingreift und dadurch in den DNA-Replikations-Turnover und in den Zellzyklus eingreift und unterm Strich einen antileukämischen Effekt bewirkt. Wie Sie hier sehen können, es ist eine Phase 3 Studie, 1:1 randomisiert. Entweder erhielten die Patienten Pevonedistat und Azacitidin oder Azacitidin alleine. Dies wurde alle 28 Tage wiederholt, bis eben eines der Kriterien zum Erfüllung oder zum Stopp gewesen sind. Und das Event-Free Survival war der Primary Endpoint dieser Studie. A secondary endpoint is overall survival. Es wurden Patienten mit higher risk MDS, CMML oder AML mit 20-30% Blasten eingeschlossen. Es durfte keine vorhergehende hypomethylierende Substanz abgebaut worden sein und Patienten, die eben sich nicht für die Transplantation eignen. Hier zu sehen eben die Patientencharakteristika. Es wurde betont eben, dass die beiden Kohorten in den beiden Armen sehr ausgeglichen sind in allen hier gelisteten Kategorien und auch wichtig zu nennen in der MDS-Kohorte, dass die IPSSR-Kategorie Intermediate High und Very High doch ausgeglichen war in den Gruppen. Bezüglich der Ergebnisse ist das Ganze leider nicht so erfreulich, nämlich im Arm mit Pevonedistat und Azacitidin konnte sich der in der Phase 2 gesehene Effekt, nämlich eines besseren Overall Response Rate, eindeutig nicht wiederholen. Hier zu sehen sogar, dass der Azacitidin-Arm in Higher Risk MDS sogar bezüglich der Complete Remission besser abschnitt und auch in der Overall Population eben kein Benefit hier zu sehen. Dies setzt sich fort im Event-Free Survival und Overall Survival. Dies sind die Daten der gesamten Kohorte und auch in der Subgruppe der MDS-Patienten. Hier kein signifikanter Unterschied, weder im Event-Free Survival noch im Overall Survival. Auch die Subgruppenanalyse bietet nicht recht viel mehr Argumente für die Doppeltherapie im Vergleich zur Azacitidin-Monotherapie. Adverse Events wurden keine neuen, schlimmeren entdeckt, als wie schon bekannt waren. Und die Autoren haben sich natürlich gefragt, warum es zu diesen Unterschieden zwischen dem Panther 2 und 3 Trial kommt. Eines der Argumente oder was dann eben gezeigt worden ist, dass die Doppeltherapie sozusagen
lang Zeit braucht. Hier zu sehen eben Patienten, die über 3 beziehungsweise dann noch markanter über 6 Zyklen behandelt wurden. Hier kommt es dann doch zu einer signifikanten, statistisch signifikanten Verlängerung des Overall Survivals, was eben in den 6 Monaten noch eindeutiger zu sehen war. Und eben im Vergleich zum Panther 2 Trial war eben das, war zu bemerken, dass in dieser Studie eine hohe Rate an Patienten war, die schon zu einem frühen Zeitpunkt sozusagen aufgegeben haben, sodass sie glauben, dass dies der Grund sein könnte, dass das Panther 3 Trial nicht positiv ausfiel. Natürlich fragt sich nun, der Primary Endpoint ist nicht erreicht worden, ob die Substanz überhaupt fortgesetzt wird in Studien. Hier zu sehen, eben die Substanz ist auch in anderen Settings in Verwendung, in anderen Studien. Und ja, damit möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken, möchte das Wort an Reinhard übergeben. Gut, also vielen Dank. Ich darf das jetzt zusammenfassen und kommentieren. Also der IPSSM wird also sicher aus meiner Sicht ein wesentlicher Fortschritt sein. Wenn man Next Generation Sequencing macht, dann sieht man ja, dass fast alle Patienten eine Aberration haben. Jetzt sind wir ja in der Situation, dass wir wissen, der Patient, wenn er SF3B1 mutiert ist, ist es günstig. Aber was ist, wenn verschiedene andere Mutationen noch nachweisbar sind? Also ich habe da einen Patienten demonstriert, der also vom TNMT3A übers ASXL1 über EZH2 über YAG2 eine Fülle von Mutationen hat und wir wissen im Moment eigentlich nicht, was bedeutet das genau. Und ich könnte mir vorstellen, oder es würde mich freuen, solche Patienten dann in diesen IPSSM-Score einzugeben. Die Herausforderung ist im Moment, also die erste Publikation zum IPSSM ist ja abgelehnt worden und das ist jetzt beim nächsten Journal. Der Kalkulator ist fix und fertig, aber der Kalkulator darf nicht freigeschalten werden, solange die Publikation nicht akzeptiert ist, weil das geht einfach aufgrund von Datenschutzgründen nicht. Das heißt, wir sind alle sehr neugierig, dann den Kalkulator zu haben, den Kalkulator zu verwenden und zu schauen, was ist an der Sache dran. Das mit der Validierung, das weiß ich nicht ganz genau, ob das schon gemacht ist. Und die Frage ist dann natürlich, alles, was wir bisher vom IPSSM wissen, ist, dass er gut ist in der Prognosevorhersage bei der Erstdiagnose. Aber die Patienten haben ja klonale Evolution, die Patienten ändern sich. Es gibt also dynamische Aspekte und über das, glaube ich, haben wir im Moment noch keine Informationen. Also was ist, wenn sich diese Mutationen ändern? Aber IPSSM, ganz ein wesentlicher Beitrag und das ist das Opus Magnum der International Working Groups der letzten 10 Jahre. Zu den Patient Reported Outcomes, das ist natürlich etwas, was mir ein Herzanliegen ist und in diese Kerbe schlägt sozusagen die Analyse von Lisa Bleier. Das sind also Daten aus dem österreichischen Vidaza-Register. Wir haben da beigetragen und man sieht, dass also Patient Reported Outcomes, in dem Fall erfasst vom EQ5D, helfen, die Prognose vorherzusagen. Was schon ein bisschen was Besonderes ist, dass man gezeigt hat, dass es auch von prädiktiver Bedeutung ist. Das heißt, Patienten mit guter Lebensqualität sprechen auch besser an. Das ist also ein wichtiger Punkt. Dann wird die Outcome-Evaluierung durch die PROS erleichtert werden oder verbessert werden. Und da sind wir gerade daran, longitudinale E-PROS mit Hilfe des JACE-Systems zu erfassen. Und das ist also etwas, was ich also beim ASH auch in einem wissenschaftlichen Workshop zum Aging Phenotype diskutiert haben. Wie kann man also Patient-Reported und Patient-Oriented Factors in der Betreuung von älteren Patienten mit MDS integrieren? Zu den therapeutischen Algorithmen, da haben wir im Wesentlichen noch die Unterscheidung zwischen Niedrigrisiko und Hochrisiko MDS. Bei den Niedrigrisiko MDS Patienten
hat die Varina das letztes Jahr die Daten zum Imetelstat gezeigt. Dazu gibt es ein Update, also Imetelstat ist ein Telomerase-Inhibitor, der vor allem vielleicht bei Patienten, die refraktär sind auf erythropoiesis-stimulierende Faktoren, die einen Transfusionsbedarf haben und die also weder 5Q- haben noch Ringsideroblasten, da könnte das eine Option darstellen, aber da sind die Studien noch am Laufen beziehungsweise in Auswertung, aber das ist etwas, wo man zumindest mal in die Zukunft schauen kann. Für das Luspatercept selber sind also Updates zu den bisherigen Zulassungsstudien gezeigt worden. Also kein Hinweis für AML-Transformation, eher Hinweise, dass man da also bei längerer Applikation wiederholt therapiefreie Intervalle erreichen kann. Bei den Hochrisiko-MDS-Patienten, da gibt es also verschiedene Substanzen, das ist da oben im orangen Feld, wo man also das, was man aus dem Next Generation Sequencing lernt, vielleicht umsetzen kann, also zum Beispiel IDH1, IDH2 Mutationen mit zielgerichteter Therapie, die sind bei MDS also in sehr geringer Zahl nachweisbar, unter 5%, aber im Wesentlichen natürlich eine zielgerichtete Therapie oder TP53 Mutation mit APR246. Dann versucht man von der AML aus das CPX351 einzuführen und zu erfassen. Sabatolimab, da waren wir selbst an der Studie beteiligt und breite Diskussion auch zur Frage Azacitidin und Venetoclax, was wir also von der AML kennen. Was ist jetzt die beste Dosis bei Patienten? Was ist die beste Kombination bei Patienten mit Hochrisikomyelodysplastischen Syndromen? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank auch für die Verena, an die Verena für ihre schöne Präsentation. Dankeschön. Vielen Dank für eure Beiträge. Wir sind schon ein bisschen im Zeitverzug. Ich sehe, dass aus dem Publikum keine Fragen sind. Ich habe vielleicht ein, zwei kleine Fragen. Glaubt ihr, dass IDSSM schon für Therapieentscheidungen relevant sein wird? Oder ist es noch zu früh? Also für mich ist es noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, dass der IBSSR ja ein sehr, sehr guter prognostischer Score ist. Ich glaube, dass die molekularen Daten dann eine Zusatzinformation geben. Ja, es ist ein Add-on sozusagen, eine Zusatzinformation. Ich meine, wir sind im Moment vor allem auch jetzt ja oft schon in der Situation, dass man nicht, dass das die Risikostratifizierung ja nicht so ganz einfach ist. Beim IBSSR, wenn er low ist, also very low und low ist es einfach und bei high und very high ist es auch einfach und der Intermediate, das ist ja bisher die Gruppe, die uns das meiste Kopfzerbrechen macht. Also ich hoffe, dass der IPSSM dann Zusatzinformationen gibt und vor allem soll er uns helfen, ja in diesen Wust an Informationen ein bisschen eine Ordnung hineinzubringen und ein bisschen eine prognostische Relevanz zu erkennen. Okay. Eine kurze zweite Frage, der EQ5D, wie erklärt man sich den Zusammenhang zwischen niedriger Lebensqualität und schlechtes Ansprechen auf AZA? Wo ist der Zusammenhang zu sehen? Ja, ich glaube, dass einfach das einen schlechten allgemeinen Zustand oder einen schlechten Performance-Status insgesamt reflektiert. Das heißt, der Patient hat, wenn man das dann in Multivariate-Analysen macht, dann sieht man ja, dass der Patient, der schlechte Lebensqualität hat, der hat ja oft auch ein bisschen eine schlechtere Ernährungssituation, der hat einen schlechten Performance-Status, der hat wahrscheinlich mehr Hyperinflammation. Also ihr erfasst da sozusagen ein Komplex oder ein Clustering von verschiedenen Dingen. Aber warum wirkt die Substanz nicht und macht ihn besser? Weil der Patient eine schlechtere Ausgangssituation hat. Schlechteren also Performance-Status. Zum Beispiel, wenn jemand schlecht beisammen ist durch die Leukämie oder durch die Grunderkrankung und wir therapieren den, dann wird er einfach besser. Das scheint da jetzt da nicht der Fall zu sein. Oder sehe ich das so oberflächlich?
denke mal, dass es sozusagen also einen Zustand abbildet, also auch die Lebensqualität, wo also verschiedene Faktoren zusammenspielen. Ob sich die Lebensqualität bei der AML wirklich bessert, wenn er in Remission kommt, ja. Eigentlich schon, ja. Darf ich da eine kurze Frage stellen? Verena, vielleicht an dich. Dieser IPSSM, wenn man da rein hat, hat er ein Beispiel gezeigt, wie komplex das oft ist und wie unterschiedlich groß die Klone sind. Irgendwie ein, ob man jetzt einen 1,7% großen Klon hat oder 90% großen Klon. Wie wurde denn das integriert? Das ist ja unglaublich informationsdicht zu sein. Oder hat man da nur Ja, Nein gesagt? Mutation, Ja, Nein? Also tatsächlich ist die statistische Aufarbeitung dieser Genetik, dieser genetischen Analyse sehr komplex. Und ich habe mir da teilweise schwer getan, wie sie das jetzt genau gerechnet haben. Mhm. Soweit ich es verstanden habe, ist aktuell die Größe des Klons nicht mit inbegriffen. Es ist eben nur die Mutation als Tatsache drinnen. Aber Rainer, korrigier mir, wenn du oder andere Infos. Ich glaube, die Klongröße wurde nicht erwähnt, dass das eine Rolle spielt. Okay. Gut, danke euch beiden. David, an dich wieder. Vielleicht noch ein kurzer Kommentar zu Bebonedis. Das ist, glaube ich, gegessen, die Substanz, weil auch bei uns die schon laufende Shape-Studie geschlossen wurde aufgrund von der Rückzug der Substanz durch die Firma. Also das wird bei der bei dem Ende ist auch keine Zukunft haben. Was vielleicht erwähnenswert ist, noch kurz am Ende dieses Blockes, der Macrolimab wird kommen, zumindest ist eine Zulassung bei der FDA. Willst du das noch kurz kommentieren, Reinhard oder Verena? Na, kann ich nicht wirklich kommentieren, ja. Ja. Okay. Den haben wir jetzt einfach aufgrund von Zeitgründen nicht erwähnt. Also klar, ja. Aber ist im Zulassungsverfahren durch die FDA, das wird in nächster Zeit für die Hochrisiko-MDS kommen. Ja. Gut, dann danke ich euch. Da war die Phase 3 beim ESH, ja. Genau, Enhanced-Studie. Ja. Okay. Dann danke euch beiden. Viel Spaß beim Weiterraten. Und wir kommen zur zweiten Gruppe. Stefan Köck und Norman Steiner zum Thema akute Leukämien und Allotransplantation, was es da Neues und Interessantes gegeben hat. Bitte. Ja, danke, David, für die freundliche Einleitung. Ich habe heute die Ehre, gemeinsam mit dem Dozenten Steiner Ihnen die Ergebnisse vom Post-ASH zum Thema akute Leukämien und Allotransplantation zu vorstellen. Heuer wieder hat es eine Fülle von verschiedensten Papers zu diesen zwei großen Gebieten gegeben. Es war schwer, da eine Auswahl zu treffen. Gerade im Bereich der akuten Leukämien gibt es die Triple-Kombinationen und auch viele neue Substanzen. Es hat einige interessante Papers zur allogenen Stammzelltransplantation gegeben. Wir haben uns entschieden, heuer zuallererst einmal die ALL mit dem neuen GEMAL-Protokoll zu kommentieren. Hier gibt es schöne Daten. Weiterhin wollten wir heuer dann auch kurz vorstellen, die Dreierkombination, wie der David schon erwähnt hat, die Phase 1-2-Studie in der AML, Macrolimab in Kombination mit dem Backbone Azacitidin und Venetoclax. Zudem auch kurz auf die agile Studie eingehen, die hier bei den IDH1 mutierten AMLs Ivosidenib in Kombination mit Azacitidin untersucht hat. Im Bereich der Allotransplantation waren die mit Spannung erwartete ETAL-1-Trial-Daten zu sehen, die sich hier genauer auf das Anschlusskonzept der Intermediate-Risk-AML bezieht und hier randomisiert die klassische Frontline-Allotransplantation in erster Remission nach Induktionstherapie gegen eine konventionelle Chemokonsolidierung. Und zu guter Letzt wollen wir noch kurz auf die Daten der Phase 2-Studie des TP53-Inhibitors Eprenetapopt in Kombination mit Azacitidin für die Erhaltungstherapie nach allogener Stammzelltransplantation näher erläutern. Wir starten mit der GEMAL-Studie von der Kollegin Göck-Buckert aus Deutschland.
Das 2013er Protokoll hat eben erstmals nähere Daten gebracht für die MRT-Stratifizierung, die Risikoadaptierung und die neuen Substanzen Nelarabin in der T-ALL und Blinatumomab in der B-ALL. Nach wie vor ist es ein BFM-basierte Chemotherapie mit zusätzlich 8 Zyklen Beck-Asparaginase, die hier erstmals auch genau untersucht wurde mit Dose Adjustment. Es wurde bis zu 7 Zyklen von Hochdosis Methotrexat und Hochdosis ARAC verwendet. Es beinhaltet eine Reinduktionsphase und eine Erhaltungsphase von 2,5 Jahren. Neuere Aspekte beinhalten 2 Zyklen von Nelarabin in der Standardrisiko-ALL, der T-ALL und Rituximab für alle CD20 exprimierenden B-ALLs. Nach wie vor beinhalten ist ein Tyrosinkinase-Inhibitor in der Philadelphia-positiven ALL und die allogene Stammzelltransplantation wird nach wie vor nach der CONS-1 für die Hochrisiko-ALLs und die Philadelphia-positive ALL verwendet. Es wurden auch Daten gezeigt zu Nelarabine und Blinatumomab im Setting des Molecular Failures. Hier die Daten über die verschiedenen Subgruppen und das Ansprechen bzw. das Overall Survival. Hervorzuheben ist hier ein besonders gutes Ansprechen, immerhin 74% in der Gruppe der Standardrisiko B-ALL und T-ALL. Wie zu erwarten, besonders schlecht schneiden hier die Philadelphia-positive ALL und die High-Risk-ALL im Bereich des Molecular Response ab. Nichtsdestotrotz sind die 3-Jahres-Overall-Survival-Daten sehr ermutigend. Hier in der Standardrisiko-ALL haben wir immerhin ein Überleben von 85% und auch in den Hochrisikogruppen immerhin 65% und in der Philadelphia-positiven ALL jeder 3/4 der Patienten, die überleben. Dies schlägt sich auch im Kaplan-Meier-Plot nieder. Hier die sehr schönen Daten, die eine asymptomatisch angleichende gerade nach 50 Monaten präsentiert. Somit lässt sich über das neue Gemal-Protokoll 2013 folgende Aussage treffen. Erstens zeigt sich die Beck-Asparaginase als durchführbar, auch in der individualisierten Dosisanpassung. Es zeigen sich hohe hämatologische Complete-Response-Raten in allen Subgruppen. Molecular Complete-Response-Raten variieren von 71-74%, hier vor allem schlechteres Ansprechen in den Hochrisikogruppen. Was auch gezeigt wurde, hier nur kurz erwähnt, dass leider die Ansprechraten auf die modernen Substanzen, die zielgerichteten Substanzen, das Blinatumomab in der B-ALL und das Nelarabine in der T-ALL, weniger vielversprechende Daten gezeigt haben wie die Vorstudien. Nichtsdestotrotz scheint das GEMAL-Protokoll in der neuen Kombination, in der neuen Zusammenstellung ein vielversprechender Ansatz für die Zukunft zu sein. Im Bereich der Therapie der AML waren heuer einige interessante Daten zugange. Wir wollen hier näher eingehen, zuallererst auf die Dreifachkombination, eine Phase 1-2-Studie, die den Antikörper Macrolimab mit dem Backbone Azacitidin plus Venetoclax in neu diagnostizierten AMLs, welche nicht zugänglich für eine Hochdosis-Chemotherapie oder im Relapsed Refractory AML-Setting untersuchte. Die Phase 1b dieser Dreierkombination beschäftigte sich mit der Dosisfindung. Die Phase 2 unterschied 3 Arme. Hier einmal wurde die Gruppe der neu diagnostizierten AMLs, welche nicht der Hochdosistherapie zugänglich sind, untersucht. Es beinhaltete einen Venetoclax-naiven Arm bei den Refractory Relapsed AMLs und einen Venetoclax-exponierten Arm in derselben Subgruppe. Hier unten das Schema. Es wurde das klassische Azacitidin-Venetoclax-Schema in einem 28-tägigen Zyklus verabreicht und Macrolimab mit einem Ramp-up mit einer finalen Dosierung ab dem 3. Zyklus mit 30 Milligramm pro Kilogramm verabreicht.
Hier wurden die Daten auch präsentiert zu den verschiedenen Subgruppen. Besonders interessant und hervorheben möchte ich hier vor allem in der Frontline-Kohorte, welche unterscheidet zwischen den TP53-Mutierten und den TP53-Wildtyp-AMLs. Sehr ermutigend ist, dass in beiden Subgruppen eine Overall Response Rate von über 80% erreicht wird, in den TP53-Mutierten eine komplette 100%ige Ansprechrate und in den TP53-Mutierten immerhin 86% mit einer Complete Response, mit einer kompletten Remission von 64%. Wie zu erwarten, ist im RR-Setting in der Venetoclax-naiven Gruppe ein schlechteres Ansprechen zu sehen. Hier immerhin 38% eine komplette Remissionsrate, welche aber in der Venetoclax-exponierten Subgruppe überhaupt nicht erreicht werden kann. Das Nebenwirkungsprofil umfasst hier vor allem Elektrolytstörungen und Sinustachykardie. An höhergradigen Nebenwirkungen zeigt sich vor allem Pneumonien und eine fibrile Neutropenie. Also im Bereich der Infektkomplikationen sind hier schwerwiegende Nebenwirkungen zu erwarten. Nichtsdestotrotz zeigt uns diese Phase 1-2-Studie, dass die Dreierkombination von Macrolimab, Azacitidin und Venetoclax eine sichere Kombination darstellt und dass vor allem hohe Ansprechraten im Sinne einer kompletten Remission in über 80%, sprich bis zu 100% in der neu diagnostizierten AMLs-Kohorte erreicht werden kann und, das ist besonders ermutigend, vor allem die schwer zu therapierenden TP53-Mutationen hier vielversprechende Ansprechraten zeigen. Eine weitere spannende Studie stellt die Agile-Studie dar. Es handelt sich hier um die Phase-3-Studie, welche den IDH1-Inhibitor Ivosidenib mit Azacitidin versus Placebo mit Azacitidin verglich in neu diagnostizierten AMLs mit IDH1-Mutation. Es handelt sich um eine doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie. Eingeschlossen wurden hier IDH1-mutierte Patienten mit AML, welche nicht für eine Hochdosis-Chemotherapie bzw. in die Intensiv-Chemotherapie in Frage kamen und einen ECOG-Performance-Status von 0 bis 2 aufwiesen. Ivosidenib wurde in der Dosierung 500 Milligramm pro Tag mit dem klassischen Azacitidin-Backbone verabreicht. In dem Kontrollarm, in dem Placebo-Arm, wurde Placebo mit Azacitidin in derselben Dosierung verabreicht. Der primäre Endpunkt war das Event-Free Survival. Zusätzlich wurde sich die komplette Remissionsrate, das Overall Survival und die CR- und die CRH-Rate angeschaut. Insgesamt wurde in diese Studie 146 Patienten eingeschlossen. Interessant auch hier, dass immerhin jeder fünfte bis jeder vierte Patient eine Adverse-Risk-Genetik beinhaltet hat nach den ELN-Guidelines. Für das EFS zeigte sich eine Hazard Ratio von 0,33 hochsignifikant und das mediane Überleben konnte auf bis zu 2 Jahre verlängert worden in der Therapiegruppe im Vergleich zur Placeboarmgruppe, welche lediglich 8 Monate erreicht hatte. Die komplette Remissionsrate betrug fast 50% in der Therapiekohorte im Vergleich zu 14,9% in der Placebogruppe. Hier die sehr plakativen Kaplan-Meier-Kurven. Hier sieht man eindrucksvoll die 24-monatige mediane Überleben für den Therapiearm im Vergleich zum Placeboarm hier in Rot. Interessant auch, dass die Nebenwirkungsraten sich in den 2 Armen, im Therapiearm und im Kontrollarm, nicht wesentlich unterschieden. Vor allem in den schwerwiegenderen Komplikationen, in den Infektkomplikationen und in den Blutbildveränderungen zeigten sich hier keine wesentlich signifikanteren Veränderungen im Therapiearm. Somit lässt sich über die Kombination Ivosidenib und Azacitidin in den IDH1-mutierten AMLs Folgendes sagen. Das EFS und vor allem das OS konnten signifikant verlängert werden mit einem gut durchführbaren Protokoll ohne wesentlich gesteigerten Nebenwirkungen.
Im Bereich der allogenen Stammzelltransplantation wurden heuer mit Spannung die Daten der ETHAL-1-Studie erwartet. Die ETHAL-1-Studie befasste sich mit unter 60-jährigen Patienten mit einem Intermediate-Risk-Profil, wo ja immer noch nicht ganz klar ist, ob die Frontline-Therapie mit einer AML gegenüber einer klassischen Chemokonsolidierung wirklich einen Vorteil bringt. Es wurden hier neu diagnostizierte AML-Patienten mit einem Intermediate-Risk-Profil entweder nach Induktionstherapie in erster Remission in eine Frontline-Allotransplantation randomisiert oder die Patienten erhielten in dem zweiten Arm eine klassische Chemotherapie-Konsolidierung mit 3 Zyklen ARAC. Als primärer Outcome wurde primär das Overall Survival und aber auch das rezidivfreie Überleben und das Rezidivrisiko angeschaut. Hier die sehr überraschenden und spannenden Ergebnisse. Es konnte gezeigt werden, dass zwischen dem Frontline-Allotransplantationsarm und der klassischen Chemokonsolidierung kein Unterschied im Overall Survival besteht. Wie zu erwarten, konnte jedoch gezeigt werden, dass das Disease-Free Survival signifikant schlechter in der Kohorte der Chemokonsolidierung besteht. Hier konnte ein medianes Disease-Free Survival nach 18 Monaten erreicht werden, während das mediane Überleben für das DFS in der Allotransplantationskohorte nicht erreicht wurde. Erwähnenswert ist auch, dass die Non-Relapse-Mortality signifikant niedriger in der Chemotherapie-Kohorte war im Vergleich zur Allotransplantationsgruppe. Jedoch, wie bereits oben erwähnt, ist die Inzidenz für einen Relapse in der Kohorte der allogenen Stammzelltransplantation deutlich niedriger im Vergleich zur Chemokonsolidierung. Somit lässt sich über die ETHAL-1-Daten Folgendes sagen. Es besteht kein signifikanter Unterschied im Overall Survival im Vergleich der Frontline-Allotransplantation nach klassischer Induktion im Vergleich zu Chemotherapie als Konsolidierung in Patienten unter 60 Jahre mit einem intermediären Risiko. Jedoch konnte die allogene Stammzelltransplantation das Risiko für einen Relapse deutlich reduzieren. Interessant hier zu erwähnen ist, dass kein Unterschied in der Quality of Life besteht zwischen Allotransplantation und klassischer Chemokonsolidierung. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch kurz die Daten der Phase 2-Studie des TP53-Inhibitors Eprenetabop in Kombination mit Azacitidin präsentieren. Die wurden in der vorliegenden Studie als Erhaltungstherapie für TP53-mutierte AMLs bzw. MDS nach allogener Stammzelltransplantation verwendet. In dieser Phase 2-Studie wurden TP53-mutierte AML- und MDS-Fälle eingeschlossen, welche nach erfolgter allogener Stammzelltransplantation Eprenetabop und Azacitidin in bis zu 12 Zyklen erhielten. Eprenetabop wurde hier in der Dosierung 3,7 Gramm pro Tag, Tag 1 bis 4, in Kombination mit Azacitidin 36 Milligramm pro Tag von Tag 1 bis 5 verwendet. Der Zykluswiederholung betrug Tag 28. Primärer Outcome, welches untersucht wurde, war das rezidivfreie Überleben und die Safety und Tolerability. Zusätzlich wurde das Overall Survival, die Time to Progression, die Non-Relapse Mortality und die Inzidenz der akuten und chronischen GVHD untersucht. Für das rezidivfreie Überleben zeigte sich ein medianer Wert von 368 Tage und eine Einjahres-RFS-Rate von 58% und immerhin eine Overall-Survival-Rate nach einem Jahr von 79% mit einem medianen Overall-Survival von 586 Tagen. An signifikanten Nebenwirkungen zeigten sich vor allem klassische Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen und Blutbildveränderungen. An Grad 3 oder höheren Nebenwirkungen zeigten sich vor allem hier Blutbildveränderungen im Bereich der Thrombozyten, der Leukozyten und des HBs. Interessant, die akuten und chronischen GVHD-Fälle betrugen jeweils 12% bzw. 30%.
Zusammenfassend lässt sich über die Haltungstherapie von Eprinetabop und Azacitidin nach allogener Stammzelltransplantation sagen, dass es sich um eine sichere und vielversprechende Kombination handelt, welche bei Patienten mit TP53 mutierten MDS und AML angewendet werden kann. Somit bin ich hier am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich freue mich jetzt auf die Kommentare und Interpretationen von meinem Kollegen Dozenten Steiner und auf eine rege Diskussion. Ja, Stefan, vielen Dank für die schönen Daten, die wir zusammen ausgesucht haben. Es war nicht ganz einfach. Bei einer ganzen Fülle an Daten, die wir gesehen haben, beginnen möchte ich gleich mit der ersten Studie, die Stefan präsentiert hat. Die Studie der risikoadaptierten MAD-stratifizierten GEMAL-Studie, die 08-2013, von der Kollegin Gück-Bouguet bei neudiagnostizierten ALL-Patienten als auch bei den LDL-Patienten. Wir haben hier sehr vielversprechende Ergebnisse gesehen. Es ist eine weltweit größte Multicenter-Studie. Ich glaube, es waren 78 Zentren dabei. In dieser Studie hat man gesehen, dass Patienten, die 45 bis 55 Jahre alt sind, dass diese Patienten günstige Ergebnisse erzielt haben. In der Regel waren diese Patienten oft mit weniger intensiven Chemotherapieprotokollen behandelt. Wir haben hier hohe hämatologische Ansprechraten gesehen, aber klare Unterschiede im molekularen Ansprechen. Ich glaube, dass künftig wohl eine Neudefinition der hämatologischen als auch der molekularen kompletten Remission geben wird. Ich glaube, es wird eine intermediäre MRD geben. Wir haben ja doch gesehen, dass ein kleiner Teil der Patienten, ich glaube, es waren 14%, die waren niedrig positiv MRD. Es hat sich auch gezeigt, dass dieses komplexe Design der MRD-Stratifizierung gut umsetzbar war. Wie der Stefan auch gezeigt hat, haben Patienten, die ein molekulares Therapieversagen hatten und dann Blinatumomab erhalten haben, diese Patienten haben ein etwas geringeres Ansprechen im Vergleich zu anderen Studien. Wenn man sich die BLAST-Studie zum Beispiel anschaut, man hat aber gesehen, wenn diese Patienten danach eine allogene Stammzelltransplantation erhalten haben, dann haben diese Patienten in der Regel ein sehr gutes Gesamtüberleben. Enttäuschend waren die Daten zu Nelarabin. War wenig effektiv bei Patienten mit einem molekularen Therapieversagen. Bei der TALL, gibt es auch andere Studien, die beim ESCH gezeigt worden sind, wie die UCAN14, das heißt, die Zugabe von Nelarabin wenig effektiv bei den TALL-Patienten. Es hat sich auch gezeigt, dass diese Asparaginase-Therapie, die war vielfach oft individualisiert als auch risikoadaptiert, das war effektiv. Und zur Stammzelltransplantation ist zu sagen, sie war doch etwas geringer in der 08-2013-Studie im Vergleich zu den vorherigen GEMAL-Studien, aber die Stammzelltransplantation nimmt nach wie vor eine wichtige Schlüsselrolle in der Behandlung der ALL oder der LPL-Patienten ein. Die zweite Studie, die uns der Stefan gezeigt hat, das war die Studie von Herrn Dara, Azacitidin in Kombination mit Venetoclax und dem Antikörper Magrolimab bei neudiagnostizierten als auch relapsierten refraktären Patienten. Und wir wissen, wenn wir vielfach oft einen Therapiestart machen mit Venaza bei AML-Patienten, dann haben diese Patienten oft sehr hohe Ansprechraten. Aber das Problem ist, diese Patienten haben häufig ein Rezidiv und dann haben die Patienten in der Regel ein schlechtes Gesamtüberleben. Und hier haben wir gesehen, dass diese Kombination, diese Dreierkombination äußerst sicher war. Wir haben hohe Ansprechraten, dann glaube ich fast 90%, aber auch hohe CR-Raten. Und insbesondere bei den TP53 mutierten de novo AML-Patienten, die haben auch hohe komplette Remissionsraten erzielt. Wenn Patienten zuvor Venetoclax hatten, die sprechen in der Regel kaum an. Nebenwirkungen waren typisch für die AML-Therapie. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren in der Frontline neben diesen zielgerichteten Substanzen wie FLT3-Inhibitoren, Kinase-Inhibitoren durchaus auch antikörperbasierte Therapiestrategien zur Verfügung haben. Und dieses Magrolimab, es hat auch andere Daten gegeben zu Cusatuzumab, ein neuer CD70-Antikörper, aber auch CD123-Antikörper. Das heißt, es tut sich sehr, sehr viel auch in der akuten myeloischen Leukämie. Wichtige Studie.
ist die Agile. Das ist meines Erachtens eine Practice-Changing-Studie bei neu diagnostizierten AML-Patienten mit einer IDH1-Mutation, wo die Kombination aus Ivosidenib mit Azacitidin versus Placebo-Azacitidin genauer untersucht wurde. Wir wissen, dass die Patienten bis zu 10% diese IDH1-Mutation haben können. Bis dato ist das Ivosidenib sonst noch nicht zugelassen. Und wir haben hier schön gesehen, dass diese Kombination, sprich aus dem Ivosidenib und Azacitidin, bei diesen Patienten sowohl das eventfreie Überleben, das gesamte Überleben, als auch das klinische Ansprechen bei diesen IDH1-mutierten AML-Patienten im Vergleich zu Placebo-Azacitidin signifikant verbessert. Und ich gehe davon aus, dass diese Daten eine potenzielle Basis darstellen für die Zulassung von Ivosidenib für die erste Therapielinie für unfitte AML-Patienten mit der IDH1-Mutation durch die EMA. Eine wichtige Studie in der Transplantation war die Studie von den Kollegen aus Dresden, von Martin Bornhäuser, die allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation bei Patienten unter 60 Jahre mit einer intermediären Risikokonstellation in erster Remission. Die Ergebnisse der ETAL-1-Studie. Wir fragen uns immer wieder in der Transplantation, was ist die richtige Wahl der Postremissionstherapie? Auf der einen Seite haben wir die Chemotherapie, einem deutlich erhöhten Rezidivrisiko, aber einem geringeren Nicht-Rezidiv-Mortalitätsrisiko. Und auf der anderen Seite haben wir die allogene Stammzelltransplantation mit einem geringeren Rezidivrisiko, aber einem deutlich erhöhten Nicht-Rezidiv-Mortalitätsrisiko. Und letztendlich bestimmt die genetische Risikogruppe die eigentliche Postremissionstherapie. Und wenn ein Patient eine günstige Risikokonstellation hat, da ist es klar, da führen wir eine Chemokonsolidierung durch. Und für die ungünstige ELN-Risikoklassifikation, da führen wir, sofern der Patient geeignet ist für eine allogene Stammzelltransplantation, eine allogene Stammzelltransplantation in erster CR durch. Und für die intermediäre Gruppe, da war es bis dato nicht genau geklärt, sollen wir eine Chemokonsolidierung durchführen oder doch eine allogene Transplantation in erster CR? Und genau diese Frage, das versuchte diese ETAL-1-Studie zu klären. Bei AML-Patienten, intermediäre Gruppe, gematchten Spender und erste CR. Vorgesehen wären eigentlich gewesen 356 Patienten. Die Studie hat doch etwas schleppend rekrutiert. Es war nicht genau klar, ob es an den Zentren lag oder doch an den Patienten, weil hier war doch die Möglichkeit randomisiert, Transplantation versus Nicht-Transplantation. Nun dann letztendlich 143 Patienten inkludiert. Und wir haben hier schön gesehen vom Stefan, dass hier kein eindeutiger Überlebensvorteil durch die primäre allogene Stammzelltransplantation gegenüber der Chemokonsolidierung bei Patienten mit einer intermediären Risiko-AML bestanden hat. Es war ein deutlich erhöhtes Rezidivrisiko bei der Chemokonsolidierung, aber es war die Möglichkeit, eine allogene Transplantation durchzuführen. In der Lebensqualität haben wir keinen Unterschied gesehen. Ich glaube, hier kann man durchaus anmerken, bei dieser Studie eine etwas geringere Power oder statistische Power durch eine geringere Patientenanzahl sowie das Vorhandensein von ca. 30% günstig Risikopatienten. Es waren auch MPMI-sortierte Patienten mit in der Studie. Und ich glaube, letztendlich kann man sagen, wenn ein Patient eine grenzwertige Transplantationseignung hat, dann kann man in der ersten CR bei einer intermediären Risiko-AML und einem vorhandenen Spender die Transplantation für das Rezidiv aufheben. Die letzte Studie, die Stefan präsentiert hat, hat sich mit der Erhaltungstherapie nach der Stammzelltransplantation beschäftigt. Es wurde dieses Eprenetapop, ein TP53-Stabilisator, in Kombination mit Azacitidin als Erhaltungstherapie bei TP53-mutierten AML- und MDS-Patienten genauer untersucht. Und wir wissen, dass ungefähr bis zu 20% der AML- oder MDS-Patienten diese TP53-Mutation hat. Und bis dato gibt es
keine Studie, die gezeigt hat, dass eine Post-Allo-Erhaltungstherapie eine Verbesserung in diesem Setting erzielt, inklusive die ganzen Azacitidin-Studien, die es gegeben hat. Ich glaube, wir haben gesehen, dass diese Post-Stammzell-Transplantations-Erhaltungstherapie mit Eprenitabot in Kombination mit Azacitidin das Outcome vom AML- und MDS-Patienten signifikant oder substanziell verbessert. Wir haben gesehen, diese Therapie war sicher, war gut. Nebenwirkungen, es waren vielfach typische Komplikationen im Rahmen einer Post-Stammzell-Transplantationsphase auftreten können. Und ich glaube, es braucht weiterführende, randomisierte Studien, um bei diesen Höchstrisikopatienten, diesen TP53-mutierten Patienten, da weitere wichtige Daten zu erhalten. Mit dieser letzten Studie möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich für auf eine rege Diskussion. Ja, vielen Dank euch beiden für eure Beiträge. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich sehe nichts. Keine Frage. Ich habe vielleicht ein, zwei Comments. Die GEMAL-Studie ist sicher sehr wichtig. Wird zwei Fragen beantworten. Brauchen wir noch die Schädelbestrahlung in der Induktionsphase 2? Ist die notwendig? Hier wird ja randomisiert. Und die zweite Frage, die beantwortet werden wird, ist wahrscheinlich die, ob Hochrisikopatienten, die molekular MRD-negativ werden, ob die eine Transplantation brauchen, ja oder nein. Ich glaube, das sind zwei wichtige Dinge, die diese Studie bringen wird. Zu den Triplets, ich glaube, da ist viel, viel Spielraum, nicht nur mit Magrolimab, da hat es auch Daten gegeben zu den FLT3-Mutierten mit Gilteritinib und Venaza. Also hier ist viel Spielraum, das sehe ich auch mit Prenetapopt und Azacitidin oder Venaza. Zur Agile-Studie, die muss ich sicher matchen mit Aza-Venetoclax und vielleicht ein Triplet, wird ein Triplet rauskommen mit Ivosidenib. Und sehr kritisch sehe ich die Bornhäuser-Daten, die Rezidivrate von 60%, wie wir es auch aus früheren Auswertungen mit Chemotherapie alleine bei dieser Kohorte in Intermediate-Risk-Patienten sehen, ist einfach zu hoch, um auf die Allotransplant zu verzichten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Dominik. Ja, schwierig. Ich finde, es ist halt die erste prospektiv randomisierte Studie. Problem ist echt, dass die halt nicht ausrekrutiert hat, dass wir keine Informationen zum ich sag mal, MRD-Monitoring haben. Genau. Das wäre interessant, weil das ist ja eigentlich, das müsste man wissen, ob man halt bei MRD-negativen Patienten, gerade wie du es gesagt hast, David, wie bei der ALL eigentlich dann auch im Hochrisikosetting auf die Transplant, Transplant postponieren kann. Ich finde trotzdem, dass man es den Patienten sagen muss. Man muss sagen, es gibt diese Daten und es ist jetzt nicht falsch, gerade wenn ein Patient selber zögert, dass man und sagt, er hat so ein, wir kennen ja diese Patienten, die bezüglich der Transplantation sehr zögerlich sind, dass man, hat man dann schon auch einen Grund, dass man sagt, man kann warten, man kann Chemo konsolidieren und man kann dann im Rezidiv transplantieren. Man darf nicht vergessen, die Rezidiv-Transplantationsrate war 100%. Das wird auch nicht die klinische Realität nachher widerspiegeln. Also ich sehe es auch kritisch, aber ich glaube, man kann es nicht ganz wegwischen, weil alles andere waren halt retrospektive Daten. Was ich ganz wichtig finde, David, was du gerade gesagt hast, und deswegen würde ich Ihnen ein bisschen widersprechen, Herr Steiner, weil ich das genauso sehe, wie es der David gesagt hat, der Komparator in der Agile ist halt nicht Aza alleine, sondern Venetoclax Azacitidin und das ist bei den IDH-Mutierten halt auch extrem gut wirksam. Deswegen, ich glaube auch, es wird vielleicht eher, man wird sich eher dafür interessieren, ob das Ivosidenib noch was drauflegen kann auf das Azacitidin plus Venetoclax. Also ich würde nicht denken, dass es jetzt wirklich ein neuer Standard ist, aber es ist natürlich gut, dass es da eine Ergänzung gibt und es wird weitere Studien dazu geben. Ja, ich glaube, die Frage wird auch sein, was man mit diesen Patienten macht, ob man diese analog den viale A-Daten behandelt, Aza, Venetoclax, oder ob man sich das IDH1 oder 2 Inhibitor für das Rezidiv aufbehält. Das ist alles, glaube ich, noch nicht geklärt. Das wird sicher noch in den nächsten Jahren gezeigt werden. Ja, ich sehe da extrem viel Potenzial für Triplets, ich weiß nicht, in jeglicher Hinsicht. Mit dem Backbone, Venaza. Und dann je nach Mutationsstatus. Ich glaube, die Frage wird das sein, Entschuldigung, David,
Die Triptak-Therapie, wie lange man das gibt, das ist, glaube ich, nicht genau geklärt worden, ob man es 14 Tage gibt und danach den Gitarit gibt, das Venetoklax, wie viele Tage, ich glaube, da sagt es erst, dass wir nach oben. Wissen wir alles nicht, aber trotzdem glaube ich, dass die Triplets kommen werden, weil sie, wie der Dominik sagt, es sich das sicherlich noch was drauflegen lässt. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich glaube, ich danke euch beiden für euren Beitrag. Wir kommen zum letzten Themenblock, myeloproliferative Erkrankungen und CML. Und ich darf Laurenz Nagel und Stefan Schmidt bitten zu ihren Beiträgen. Danke für die Einleitung. Ich freue mich heute zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Stefan Schmidt die Highlights vom ASH zu der CML und den MPNs heute präsentieren zu können. Wir haben uns auch viel vorgenommen, darum starte ich gleich in den Vortrag direkt hinein. Zum ersten Abstract Nummer 631 von einer japanischen Arbeitsgruppe vorgestellt, wurde eine Studie, die sich mit einer möglichen Dasatinib-Dosisreduktion beschäftigt hat. Wir kennen das Dasatinib als auch für die Erstlinie zugelassenen hochpotenten TKI, der für seine Nebenwirkungen mit Pleuraergüssen unter anderem bekannt ist. Somit wird auch von der ELN nicht empfohlen, diesen TKI bei Patienten mit entsprechenden Komorbiditäten einzusetzen. Die Standarddosis ist 100 Milligramm pro Tag und in dieser Studie wurde auf 50 Milligramm pro Tag reduziert, was im Rahmen des Nebenwirkungsmanagements auch schon jetzt in Anlassfällen Standard ist. 83 Patienten wurden in die Low-Dose-Gruppe randomisiert und die Endpunkte waren das Auftreten der Nebenwirkungen und die klassischen Survival-Parameter und auch das Treatment-Failure. Zu sehen in der Auswertung bei den Ergebnissen ist, dass tatsächlich in der dosisreduzierten Gruppe 50 Milligramm pro Tag dann niedrigere Prozentsätze von Pleuraergüssen und auch von Kreatininerhöhungen dokumentiert werden konnten. Zudem auch eine bisschen geringeres Auftreten von hämatologischen Toxizitäten, die waren aber nicht signifikant. Wenn man sich die Outcomes anschaut, was die molekularen Remissionen betrifft und das Ansprechen, hat man da keine Unterschiede feststellen können. Die Autoren schlussfolgern daher, dass auch Frontline, das muss man nur dazu sagen, eine Dosisreduktion von Dasatinib in Low-Risk-Konstellationen, und das waren die Patienten dieser Studie, can be considered, also erwägt werden kann, und dass eben unter dieser Therapie weniger Nebenwirkungen detektiert wurden. Für die Einordnung übergebe ich jetzt an den Stefan. Ja, vielen Dank. Eine ganz interessante Arbeit an sich. Ist es der neue Standard? Ich glaube, die klare Antwort lautet nein. Es sind zu wenig Patienten untersucht worden und es ist natürlich keine prospektive Studie. Man darf nicht vergessen, dieses Matching, das hier erfolgt ist, hat also 77 Patienten aus 150 aus der Standardgruppe, die wir sozusagen schon ein bisschen kennen und für die das Benchmarking bekannt ist, gematcht auf jene 77, die 50 Milligramm erhalten haben. Und diese Anpassung verzerrt natürlich das Kollektiv ein bisschen. Wir dürfen nicht damit rechnen, dass der typisch therapienaive CML-Patient sich genauso verhält. Trotzdem interessant, weil wir natürlich jetzt weniger Sorge haben müssen, dass, wenn wir gezwungen sind, die Dosis zu reduzieren, dann viel an Wirkung verlieren. Vielleicht auch eine gewisse Änderung des Adverse Event Managements, wo wir ja normalerweise pausieren, dann beim ersten Mal wieder mit der vollen Dosis starten, beim Auftreten eines zweiten Adverse Events mit einer geringeren Dosis weiterfahren. Und das sind ja eigentlich Stufen von 180, 50. Vielleicht kann man hier gleich im ersten Adverse Event mit 50 weiterfahren. Schade ist, dass wir diese Patienten nicht besser charakterisieren können, für wen genau so ein Vorgehen ideal ist. Dann mache ich weiter mit dem zweiten Themenblock zur CML. Das ist der TFR, also die therapiefreie Remission, wo zwei große Studien am ASH präsentiert worden sind. Zum einen ist das die finale Analyse der Euroski-Studie. Die Euroski-Studie hat sich zum Ziel gesetzt, prognostische Faktoren, was den TFR betrifft,
abzubilden. Nach 3 Jahren ist jetzt beim ASH eben die finale Analyse präsentiert worden. Das Endpunkt, der primäre Endpunkt sehen Sie da unten, war das Molecular Recurrence and Treatment-Free Survival, eben noch TFR-Versuch. In der schon publizierten Analyse hat man nach 6 Monaten gesehen, dass ungefähr 60% aller Patienten unter TFR sie nur in einer tiefen molekularen Remission präsentiert haben, und nach 36 Monaten, also 3 Jahren, sind zumindest nur ca. 45% der Patienten in einer tiefen molekularen Remission verblieben. Prognostische Faktoren, die ausgewertet wurden, waren eben die TKI Treatment Duration und die Dauer der Deep Molecular Remission. Die waren in 6 Monaten prognostisch, und nach 36 Monaten war es eben nur mehr die Dauer der durchgeführten TKI-Therapie. Somit sicher sehr wichtig, die Dauer der TKI-Verabreichung. Zur zweiten Studie, das ist die ENESTPATH-Studie, die präsentiert wurde. Hier geht es primär, man könnte es vielleicht nennen, einen Second-Line-TFR-Versuch. Es waren Patienten, die auf Imatinib keine ausreichende molekulare Remission erreicht haben, die man dann auf Nilotinib, auf das Tasigna, umgestellt hat und sie dann im Verlauf die Frage gestellt hat, wie eine weitere Konsolidierungsphase aussehen soll und ob ein TFR bei diesen Patienten grundsätzlich möglich ist. Zum Studiendesign ist so, dass alle Patienten eine 12-monatige Konsolidierungsphase bekommen haben, und dann hat die Randomisierung gestartet, wo man den Patienten direkt in den TFR geschickt hat und im Vergleichsarm die Patienten dann nur eine weitere 12-monatige Konsolidierungsphase gegeben hat. Zu den Ergebnissen. Sie sehen hier aufgetragen am Kaplan-Meier-Curve die in Rot die intensivierte Konsolidierung und in Blau die 12-monatige. Und man sieht, dass in beiden Armen in ungefähr gleichen Prozentsätzen nach 12 Monaten um die 35 Patienten nur im TFR verbleiben, was die späteren TFR-Verluste sozusagen dann ungefähr so weitergeht. Interessant zu erwähnen ist, dass keinen Unterschied gegeben hat, was die TFR, die erfolgreichen TFR betroffen hat, was die Konsolidierungstherapie betrifft. Zusätzlich war es so, dass alle Patienten, die die Remission verloren haben, dann nachher auf Nilotinib wieder ausreichendes Ansprechen gehabt haben und dass keine zusätzlichen Safety Concerns aufgetaucht sind. Gut, darf ich dann an Stefan übergeben? Ja, ich denke, wenn man so in die Gruppe der TFR-Studien hineinschaut, dann ist die EuroSCI einfach der hellste Stern am Firmament. Die größte Studie dieser Art, eine Studie, die absolut von Imatinib-Absetzpatienten dominiert ist, also eine Imatinib-Stopp-Studie letztlich im Vergleich zu dem geringen Anteil von Patienten, die hier Dasatinib und Nilotinib erhalten haben. Und schon 2018 ist damals publiziert worden von Sausele, was sind denn die prognostischen Faktoren für einen erfolgreichen Absetzversuch? Und das sind genau diese hier, das tiefe molekulare Ansprechen für mindestens 3,1 Jahre, beziehungsweise eine Behandlung mit Imatinib über 5,8 Jahre. Die Frage ist jetzt die neuen Daten. 45% der Patienten sind in TFR nach 36 Monaten. Ist das etwas ganz anderes, als wir es vorher schon kannten? Im Wesentlichen nicht. Das sind die etwas älteren Daten aus NS Freedom und DASA Free, die im Grunde genommen diese plus-minus 50% Marke einhalten. Jetzt ist die Frage, was kann man darüber hinaus tun? Und natürlich ist es schön, wenn man Patienten, die
sozusagen unter Imatinib kein gutes Ansprechen erhalten haben, vielleicht konsolidieren könnte, also eine Konsolidierung vor einem Absetzversuch, das ist NSPATH. Und das Interessante vielleicht, worauf ich als erstes aufmerksam machen will, das ist kein Wundermittel. Der Anteil von Patienten, die hier tatsächlich sozusagen in diesen Arm letztlich gekommen sind, sind nur 38,5 Patienten. Von denen haben dann 30% ein tiefes molekulares Ansprechen. Achtung, das hier war jetzt ein MR4 per Definition und nicht das MMR, was wir aus der Euroski-Studie kannten, zu 24 Monaten erreicht. Und nach Adam Riese kommen dann am Ende 11,6% von Patienten heraus, die hier einen Vorteil von diesem Vorgehen haben. Die zweite Frage, die dabei gestellt worden ist, was ist eine kürzere versus einer längeren Konsolidierung wert, ist ja so ausgegangen, dass es, was das Ansprechen angeht, nicht signifikant war. Wichtig vor dem Hintergrund ist zu wissen, es war aber auch nicht schädlich im Hinblick auf kardiovaskuläre Events. Hier sind die Raten vergleichbar. Diskutiert worden oder diskutieren kann man auch noch, wir einen geringen Unterschied in diesen beiden Gruppen haben von 36 Monaten oder 24 Monaten, also der längeren und der kürzeren Konsolidierung, was diese MR4-Rate angeht. Und wenn man sich erinnert an die Euroski-Studie, da hat man damals gesagt, 3% mehr Patienten können in der TFR gehalten werden, wenn man ein Jahr länger sozusagen ein tiefes molekulares Ansprechen hat. Ob sich hinter diesem Delta, das wir jetzt hier sehen, ein ähnlicher Mechanismus verbirgt, das können wir natürlich nicht hier in dieser Studie sehen, weil da sozusagen keine zusätzliche Kohorte drin war, zum Beispiel mit 3 Jahren Konsolidierung. Gehen wir zum nächsten Part. Sehr interessante Daten sind am ASH präsentiert worden zur klonalen Evolution, auch bei der CML. Die Daten sind aus China vorgestellt worden. Sie kommen aus dem Clinical Trial zu Olverembatinib, das ist das chinesische Ponatinib. Und man hat sich die Frage gestellt, wie Cancer-related Gene Mutations das Therapieansprechen und das Survival in Drittlinien oder Last-Line-Therapies in der CML beeinflussen. Zum Ersten haben wir gesehen, unten im Pie-Chart, dass viele Patienten mehrere Mutationen gehabt haben. Also die allermeisten haben mehr als eine gehabt. Und zusätzlich war es so, nicht überraschend, wenn man über die klonale Evolution nachdenkt, dass im Laufe der Therapielinien durch die Selektion, durch die verabreichten TKI-Therapien weniger BCR-ABL-Mutationen aufgetreten sind und die Cancer-related Gene Mutations, auch die Hypothese der klonalen Evolution nach dieser Studie zugenommen haben. Nun sind welche Mutationen aufgetreten? Recht klassisch für die myeloischen Neoplasien hat man Mutationen in der Transkriptionsmaschinerie via in der epigenetischen Regulation da abbilden können. Also STAT5, ISXL1, RUNX1, IKZF1, PHF6 und DNT3A, KMT2 und TET2 Mutationen wurden da als häufigste Mutationen beobachtet. Man hat sich dann die Frage gestellt, wie diese Mutationen auch mit dem Überleben und wie gesagt auch mit dem Ansprechen korrelieren. Da hat man multivariate Analysen durchgeführt und hat da sehen können, dass doch mit sehr hohen Hazard Ratios an Einfluss der erwähnten Mutationen auf Survival und auch auf das Ansprechen auf Drittlinien TKI gegeben hat. Gut. Also bewegen wir uns wirklich hin auf eine genetische Risikostratifikation, zumindest anhand dieser Daten auch in der CML durchzuführen. Das darf ich an Stefan übergeben. Ja, vielen Dank. Also das ist natürlich ein neuer Ansatz, den wir hier sehen. Zum Ersten, weil wir aus den Anfängen sozusagen gar nicht so viele Patienten hatten, die dann in der dritten und vierten Linie gelandet sind, weil wir ja zu Beginn auch gar nicht so viele Tyrosinkinase-Inhibitoren zur Verfügung hatten. Das heißt, aus dem Bauchgefühl bewegen wir uns in einer Welt,
orientiert an dem Gros unserer Patienten, die eigentlich eine mehr oder weniger normale Lebenserwartung haben, deren Komorbiditäten in der Regel über das Survival entscheiden. Und hier sehen wir jetzt eine Studie, die uns plötzlich ein bisschen das Gegenteil lehrt. Die BCR-ABL-Mutationen, auf die wir so geachtet haben, haben keinen Einfluss auf das Survival, anders als diese Cancer Genes-Related Mutations, die hier sehr wohl signifikant sind, sowohl für das Ansprechen als auch das Überleben. Und ich denke, in der Hinsicht ist eine Frage wichtig, wenn wir wissen wollen, wie relevant dieser Score für Therapieentscheidungen werden könnte, dann ist die Frage, wie groß ist der Einfluss dieser Gene? Und das sieht man hier in den Hazard Ratios. Die Comorbidity, mit der wir uns so ein bisschen vertraut machen oder vertraut gemacht haben als einen möglichen Risikofaktor, die liegt hier mit 3,3 deutlich unter dem, was zum Beispiel diese drei Mutationen an Gewicht haben, was jetzt hier in diesem prognostischen Score errechnet worden ist. Ein bisschen schwierig, und das haben die Autoren in der Diskussion auch zugegeben, ist, dass man natürlich daraus jetzt derzeit keine Therapie-Guidance ableiten kann. Immerhin ist die Rolle der einzelnen Mutationen im Zusammenspiel mit der Biologie der Erkrankung derzeit nicht bekannt. Sehr gut. An der Stelle habe ich kurz etwas eingefügt, und zwar ist das sozusagen mein persönlicher Blick sozusagen auf den CML-Kosmos. Und es gibt auf der Innenbahn sozusagen erste und zweite Therapielinie nicht wahnsinnig viel Neues, aber auf der Außenbahn, da wird es ein bisschen enger. Bisher war es ja so, dass man gesagt hat, in der Drittlinie entsprechend den ELN-Guidelines sollte Ponatinib der Vorzug gegeben werden, sofern es keine Kontraindikationen gibt. Und da war natürlich das Risikoprofil der Substanz mit ihren vaskulären Ereignissen immer ein wichtiges Thema. Entsprechend gibt es auch sozusagen im Rahmen dieser Vorstellung am ASH wieder eine Analyse der Optik-Studie. Das war ja jene Studie, die versucht hat, eine Risikoreduktion durchzuführen und gleichzeitig eine Erhaltung der Wirksamkeit zu zeigen. Und wir sehen die drei Gruppen: Dosisreduktion von 45, das war die ursprüngliche Dosierung von Ponatinib, auf 30 oder 15. Wann immer sozusagen in so einer Gruppe ein gutes Ansprechen mit BCR-ABL kleiner 1% erreicht wurde, konnte die Dosierung auf 15 Milligramm reduziert werden. Und wie wir hier sehen, ist es eigentlich ganz erfreulich, die insgesamt die eingetretenen vaskulären Ereignisse in den einzelnen Risikogruppen etwas abfallend, entsprechend einer gelungenen Risikoreduktion. Das trifft nicht unbedingt für die kleinere Zahl der schweren Ereignisse zu, aber dafür war die Studie sicherlich auch nicht ausgelegt. Wichtig zu fragen ist natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass es eine gute Wirksamkeit gibt, und das sehen wir hier an den Raten von BCR-ABL, die hier erreicht werden, also es sind die 1%-Marken sozusagen, die hier erreicht werden, dann ist die Frage, was ist der Einfluss der Dosisreduktion? Den sehen wir hier. In der Gruppe der Patienten, die eine initial hohe Tumorlast haben, macht es sehr wohl einen Unterschied, ob ich mit 45 oder mit 30 Milligramm anfange. In der Gruppe, die eine geringere Tumorlast haben, ist dieser Unterschied erst in der Dosisreduktion von 30 auf 15 Milligramm relevant. Und es gibt noch eine Gruppe, die in der Hinsicht wichtig ist. Das ist die T315i-Mutation, wo wir hier sehen, die 45 Milligramm am Beginn der Therapie zeigen eine viel bessere Wirksamkeit als die 30 und letztlich die 15 Milligramm. Das sollte man wahrscheinlich hier bedenken. Und wenn wir schon auf der Außenbahn sind, dann wollen wir jetzt auch den zukünftigen Konkurrenten noch beleuchten. Das ist Asciminib, hier vorgestellt am ASH in der Assemble-Studie, randomisiert in der 3-Plus-Linie sozusagen gegen Bosutinib, das damals als Komparator ausgesucht worden ist. Und wir sehen hier eine gute Verträglichkeit. Da ist Asciminib sicherlich nicht schlechter als Bosutinib. Und hier in der Gruppe jener Nebenwirkungen, die dann sogar zur Absetzen oder zur Therapiepause geführt haben, ist Asciminib sogar deutlich dem Bosutinib überlegen. Insgesamt ist das eine sehr erfreulich gut wirksame Substanz. Das sehen wir hier an der MMR-Rate, und das reflektiert sich auch bei einem tieferen molekularen Ansprechen, wo Asciminib jeweils dem Bosutinib überlegen ist. Aber wenn wir diese beiden Konkurrenten auf der Außenbahn verfolgen, wollen wir natürlich die vaskulären Ereignisse nicht ganz außer Acht lassen. Und da sehen wir hier mit 4,5% in Asciminib sehr wohl ein Signal gegenüber Bosutinib. Und das bewegt sich in etwa auf dem Niveau von Ponatinib 30 Milligramm, dass man ungefähr die beiden Substanzen einschätzen kann. Okay, wir wechseln zu den MPNs. Sehr interessante Daten wurden in der neuen therapeutischen Landschaft vorgestellt.
Es geht hier bei der PV um eine neue Substanz, Rusfertid, ein Hepzidin-Analogon, das hier in zwei Abstracts vorgestellt wurde. Zum Wirkmechanismus sehr interessant. Hepzidin ist vielleicht einigen bekannt als sehr wichtiger Regulator der des Eisenmetabolismus und der Eisenhomöostase. Bei der PV ist so, dass eine quasi aufgedrehte Erythropoese und gleichzeitig eine Eisendefizienz bei dieser Erkrankung stattfindet und dass dadurch in weiterer Folge die Hepzidin-Level in relativer Sicht supprimiert sind bei den Patienten. Und da kommt jetzt das PTG-300, das Rusfertinib, ins Spiel, das als Hepzidin-Analogon da den Eisenexport aus dem retikuloendothelialen System verhindern soll, wo der Hämatopoese dann weniger Eisen zur Verfügung steht und die sozusagen ökonomisiert werden soll, was dann in einer geringeren Hämatokrit und Erythrozytenkonzentrationen münden soll. Und das hat man eigentlich auch zeigen können in diesen zwei Abstracts, die vorgestellt worden sind. Zum einen von Hoffmann präsentiert, ist darum gegangen, diese Substanz in schon vortherapierten, man hat es als well managed bezeichnet, aber sozusagen phlebotomieabhängigen Patienten anzuschauen. Und da hat man gesehen, dass der Hämatokrit sehr gut kontrolliert werden konnte durch die Substanz und dass eine Phlebotomy Independence erzielt werden konnte. In einem zweiten Abstract, das weniger Patienten eingeschlossen haben, die nur vorher nicht therapiert worden sind, hat man quasi First Line mit dieser Substanz begonnen und hat da auch wirklich gut zeigen können, dass der Target-Hämatokrit da doch schnell erreicht werden hat können. Was aufgetreten ist, war, dass die Thrombozyten und auch die Leukozyten durch die Therapie mit Rusfertinib angestiegen sind. Man hat aber da keine zusätzlichen thrombembolischen Ereignisse unter der Therapie beobachten können. Was zusätzlich noch interessant ist, was auch die Lebensqualität betrifft, ist, dass in diesen Symptom Scores durch die verabreichte Therapie deutliche Besserungen erzielt werden hat können. Vor allem hat es die Fatigue betroffen. Adverse Events sind bei vielen Patienten aufgetreten. Es waren aber keine G3 oder G4 Adverse Events dabei und die allermeisten haben sie bezogen auf die Injektionsreaktionen rund um die Einstichstelle. Es waren aber auch andere Adverse Events wie Synkopen, Gastroenteritis, Thoraxschmerzen und Aneurysmen dabei und auch zum Teil Hautkrebsfälle. Wie die zu bewerten sind, ist, glaube ich, anhand der Daten jetzt noch nicht klar. Gut, darf den Stefan jetzt bitten um die Einordnung. Ja, ich glaube auch, ich teile die Meinung, das ist eine sehr spannende Substanz, der gelingt es, die Eisenspeicher zu normalisieren. Das sehen wir hier am steigenden Ferritin in beiden Studien sozusagen gezeigt. Und es zeigt neben der Besserung der Fatigue auch eine Besserung von zum Beispiel solchen Problemen wie Konzentrationsstörungen. Und das ist, finde ich, wichtig zu wissen, weil das ist doch eines der Symptome, die sowohl beim, sage ich mal, Eisenmangel und zwar auch im latenten Eisenmangel noch ohne eine Anämie auftreten können und den Patienten auch deutlich limitieren können. Und hier gibt es vielleicht sozusagen mit dieser neuen Therapie, mit diesem neuen Therapieansatz die Chance, die eisendefizienzabhängigen Symptome oder Adverse Events zu reduzieren durch den Einsatz dieser Substanz. Genauso wie man wahrscheinlich auf zytoreduktive Therapien bei dem einen oder anderen Patienten verzichten kann. Und auch hier ergibt sich dann die Chance, dass die Nebenwirkungen, die durch solche zytoreduktiven Therapien ausgelöst werden, vermieden werden können, weil der Einsatz dieser Substanz gar nicht erforderlich wäre. Dann darf ich nur zum nächsten, nur einem anderen Themenblock gehen. Es geht um die Allotransplantation in der Myelofibrose in akzelerierter Phase. Die akzelerierte Phase ist ja definiert als Blastenanteil von 10-19%, die doch mit einer nicht so guten Prognose einhergeht.
Und in dieser Studie aus Hamburg hat man sich die Frage gestellt, wie der Stellenwert einer Reduced Intensity Allotransplant in dieser Patientengruppe ist. Da gibt es ja eine eher dünne Datenlage und man hat anhand einer retrospektiven monozentrischen Analyse in 349 Patienten versucht, sich das anzuschauen. Man hat da nochmal kritisch verglichen die chronische und akzelerierte Phase. Und nur zu erwähnen, konditioniert ist worden mit Busulfan, Fludarabin oder Melphalan oder auch mit einer TBI. Zu den Patient Characteristics ist zu sagen, dass da jetzt nichts Überraschendes gewesen ist. Der einzige doch signifikante Unterschied ist da, dass in der akzelerierten Phase mehr konstitutionelle Symptome aufgetreten sind. Zu den Ergebnissen, was die univariate Analyse betrifft, hat man in dem Vergleich der akzelerierten Phase da in Gelb und der chronischen Phase der transplantierten Patienten in Schwarz gesehen, dass was das Overall Survival betrifft, kein Unterschied zwischen beiden Gruppen gegeben hat. Das hat sich auch gedeckt mit den anderen Parametern, mit dem Relapse-Free Survival und der Non-Relapse-Mortality, wo ebenso kein statistisch signifikanter Unterschied dokumentiert werden hat können. Was zu erwähnen ist, ist, dass doch in der akzelerierten Phase mehr Rezidive, mehr Relapse zu verzeichnen waren. Was die multivariate Analyse betrifft, hat man beobachten können, dass doch in der Gruppe, in der Blastengruppe sozusagen, auch kein Unterschied war zwischen der chronischen und der akzelerierten Phase. Das deckt sich auch mit der Non-Relapse-Mortality. Und beim Relapse sehen wir da eigentlich ganz idente Situation, sodass auch die Autoren der Studie da keinen Unterschied wirklich dokumentieren haben können und das auch so interpretiert haben. Ich darf wieder an den Stefan für die Einordnung übergeben. Ja, ich greife da noch einmal zurück auf ein paar Bilder, die sozusagen die Situation, das Setting ein bisschen beschreiben sollen. Ein paar ältere, eine JCO-Arbeit, die schon etwas in die Jahre gekommen ist, die uns aber zeigt, dass das Überleben in dieser Kohorte mit Blasten größer 10% wirklich sehr schlecht ist. Es gibt neuere Arbeiten dazu, die genau das tun, was diese Studie auch getan hat, nämlich aufzeigt, dass es innerhalb dieser Gruppe tatsächlich ein verschiedenes Survival gibt in Abhängigkeit des Blastenanteils. Und wenn man jetzt die akzelerierte Phase betrachtet gegenüber einer Kontrolle, dann bestätigt dieses Bild aus derselben Arbeit hier eigentlich die alten Daten. Das Überleben ist deutlich schlechter für diese Patientengruppe. Vielleicht ist sie nicht optimal definiert, darauf weist sozusagen hier dieses verschiedene Überleben in der Abhängigkeit des Blastenanteils hin. Da gibt es Arbeiten, die mit 3% Cut-off arbeiten. Hier ist sicherlich sozusagen die Frage, kommen wir zu einem guten Konsens? Können wir solche Patientenzahlen etablieren, um dort letztlich einen neuen Standard festzulegen? Für diese Patienten, die nicht in eine allogene Stammzelltransplantation gehen, haben wir zwar moderne Therapiekonzepte, die sind aber derzeit, was das erreichte Überleben angeht, auch noch weit davon entfernt, dass man damit zufrieden sein könnte. Hier eine Studie, wo der Anteil der Patienten mit akzelerierter Phase zwischen 30% und 40% nur liegt. Also das heißt, die Mehrheit der Patienten war hier in der Blastenphase. Deshalb ist dieses schlechte Überleben sicherlich zum Teil auch dieser Patientengruppe hier geschuldet. Hier eine Arbeit, die Ruxolitinib kombiniert mit Azacitidin eingesetzt hat, in der Myelofibrose stratifiziert nach dem DIP-Score, allerdings nicht mit Patienten, die in der akzelerierten Phase sind. Trotzdem sehen wir im Grunde genommen beim hohen Risiko oder eben bei dem Vorliegen einer entsprechend hohen Blastenzahl ein schlechtes Überleben. In diese Situation sozusagen kommt jetzt das Konzept der Studie, die die Allotransplantation vorschlägt. Und die Allotransplantation ist etwas, was in der Myelofibrose natürlich schon gezeigt hat, dass es lange Überlebensraten gibt. Hier eine sehr schöne Arbeit
von Gobin und von Geier nochmal vorgestellt, die letztlich zeigt, dass in der Low-Risk-Gruppe zumindest zu Beginn eine nicht intensive Therapie überlegen ist, aufgrund der hohen therapieassoziierten Sterblichkeit. Aber spätestens in der Hochrisikogruppe zeigt sich dann das Gegenteil. Hier ist im Grunde genommen ein deutlicher Überlebensvorteil bei den allotransplantierten Patienten zu sehen. Und das ist letztlich, glaube ich, die Basis, die diese vorgestellte Arbeit interessant macht. Es gibt natürlich einiges dazu anzumerken. Es ist eine Single-Center-Arbeit, die auch stark abhängig ist von dem vorgeschlagenen reduzierten Induced-Intensity-Konditionierungsschema. Also die Daten wären wahrscheinlich multizentrisch anders ausgefallen, aber ich glaube, es ist ein sehr interessanter Ansatz. Zum Abschluss, ich werde mir kurz fassen, aufgrund der Zeit, möchte man nur kurz was erwähnen. Es hat eine Arbeit gegeben zu einer sehr seltenen Entität der MLNs, also der auch lymphoid-differenzierten myeloproliferativen Erkrankungen mit Rearrangement im FGFR1-Rezeptor, was dann mit den klassischen Chromosom 8 oder 1322 Arrangements zu einer konstitutiv aktiven Rezeptor-Tyrosinkinase führt. Da hat man versucht, Pemigatinib, was bekannt ist aus dem cholangiozellulären Karzinom und da schon zugelassen ist, zu versuchen. Und interessanterweise hat man gesehen, bei diesen Patienten, die sonst nicht viel Therapieoptionen haben, außer die Stammzelltransplantation, dass man da sehr hohe komplette Remissionsraten erzielen hat können, die sie zwar doch eher in der chronischen Phase dieser Erkrankung abgespielt haben, aber auch dazu geführt hat, dass man doch einen relevanten Anteil der Patienten in die Transplant-Bridgen hat können. Auf die Nebenwirkungen werde ich jetzt nicht mehr eingehen aufgrund der Zeit, aber wie schon bekannt, eben auch vom cholangiozellulären Karzinom ist das schon eine Therapie, die für den Patienten doch herausfordernd ist. Das überspringe ich. Da sehen wir, wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, dass das doch einem Hoffnung gibt, da auch in der Erstlinie super Response-Raten zu sehen. Und den Rest haben wir schon erwähnt. Und somit sind wir am Ende und danken Ihnen beide für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Stefan und Laurenz, für euren Beitrag. Die Zeit ist fortgeschritten. Fragen aus dem Publikum sehe ich keine oder aus den Teilnehmern. Man kann von einem kleinen Boom sprechen an neuen Medikamenten, die für die myeloproliferativen Neoplasien zur Verfügung stehen. Sicherlich interessant dieser dieses Heptidin-Analogon, aber auch andere Substanzen wie BET-Inhibitoren oder sind ja publiziert worden am ASH. Da ist sicher was in der Pipeline. Praxis-Changing ist im Moment, glaube ich, nichts dabei gewesen. Oder sehe ich das falsch? Nein, das war auch unser Eindruck. Deshalb ist die Auswahl auch nicht unbedingt leicht gefallen. Praxis-Changing und irgendwas ganz Neues konnten wir nicht bieten. Also die BET-Inhibitoren und auch das Bomedemstat, dann die LSD1-Inhibitoren, sind jetzt schon wiederholt präsentiert worden. Ich glaube, man kann sagen, dass sie dort was entwickelt, aber reif und wirklich Praxis-Changing für die Klinik war da, glaube ich, nichts dabei. Die Rusfertid-Daten sind sicher interessant, auch wegen dem Wirkmechanismus. Und da kann man sich auch vorstellen, dass da das vielleicht zusätzlich dort die Therapielandschaft dann verändern wird. Okay, vielen Dank. Dann, glaube ich, können wir die Sitzung schließen. Ich danke allen Teilnehmern. Dir, Eugen, für die Frage im Chat gewesen zum Thema Serumferritin vom Reinhard Stauder. Ist die Normalisierung des Serumferritins bei PV ein direkter Effekt oder was kann da die Ursache sein? Schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob man das anhand der Daten da beantworten kann.
Es sind, glaube ich, zwei Effekte. Natürlich braucht der Patient weniger Phlebotomin. Der andere Effekt, wie man es an dem Slide gesehen hat, dass der Wirkmechanismus zeigt, ist, dass der Patient einfach weniger Eisen verliert und das Speichereisen somit dann aufgefüllt wird. So würde ich das interpretieren. Ich glaube, wir müssen Igor Teuerl fragen, der Hepcidin-Experte ist. Gut, ich glaube, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit beenden wir die Sitzung. Ich danke dir, Eugen, für die technische Unterstützung, allen Referenten für ihre Beiträge und ich hoffe, wir konnten die Teilnehmer ein bisschen mitnehmen. Nächste Woche, Donnerstag, zweiter Teil, die Lymphoide-Session und somit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Danke.